In diesem Video erfährst du über Proteinbedarf, Proteinquellen, Fitness und Muskelaufbau mit rohveganer Ernährung. Ich bin Victoria, Health Coach und Bloggerin auf rohexotic.com. Ich ernähre mich schon seit 2013 überwiegend rohvegan und ich bin ein Fitness-Fan. Sobald Menschen erfahren, dass ich mich vegan und sogar noch rohköstlich ernähre, sind sie total erstaunt. Und wenn sie noch erfahren, dass ich leidenschaftlich CrossFit mache, das passt überhaupt nicht in deren Weltbild. Die meistgestellte Frage, die ich dann höre, ist: Wo bekommst du dein Protein her? Ich musste viel in Sachen Fitnessernährung ausprobieren und es hat einige Jahre gedauert, bis ich über Proteine im Rahmen einer Rohkosternährung und des Muskelaufbaus sprechen kann. Viele Athleten und Sportbegeisterte berichten beim Übergang zur veganen oder rohköstlichen Ernährung von Ängsten, ihre wertvolle, mühsam aufgebaute Muskelmasse zu verlieren. Diese Ängste hatte ich auch, deswegen hat mein Übergang circa 3 Jahre gedauert. Ist es denn überhaupt möglich, mit veganen oder Rohkosternährung Muskelmasse aufzubauen und zu erhalten? Denn in den Augen von vielen Menschen ist ein Rohköstler eine dünne, knochige und energielose Person. Unter Fleischessern herrscht die Annahme, dass unser Körper einige essentielle Aminosäuren nur in Form von tierischem Eiweiß aufnehmen kann. Doch warum leben Millionen von Veganern und Rohköstlern ohne tierische Produkte und es gibt sogar Leistungssportler unter ihnen? Zum Beispiel Serena Williams, Brandon Brazier, Mark Danzig. Diese und viele andere Vorbilder zeigen, dass auch Veganer und Rohköstler eine Top-Leistung und Top-Form erreichen können. Alles hängt vom Wissen, Disziplin, Regelmäßigkeit, Trainingsintensität und natürlich von der richtigen Fitnessernährung ab. Es gibt eine Gruppe von Rohköstlern, die sich überwiegend von Obst ernähren, die Frutarier. Deren Art von Ernährung besteht dementsprechend aus Kohlenhydraten. Die Anhänger sind davon überzeugt, dass Obst genug Protein erhält und mehr brauchen wir nicht. Außerdem sollen Aminosäuren nach einer erfolgreichen Umstellung selbst vom Körper gebildet werden und eine zusätzliche Eiweißzufuhr nicht notwendig sein. Das habe ich tatsächlich bei meiner Ausbildung zur Ernährungsberaterin bei Deiner Ernährung gelernt, dass unser Darm, wenn er gesund ist, wirklich eigenes Protein herstellen kann. Dieses im Körper hergestellte eigene Protein ist ein einzigartiges Protein, das zu 100% absorbiert wird. Idealerweise, um dieses Ergebnis zu erzeugen, müsste man super gesunden Darm haben und in der Natur leben und sich nicht aus dem Supermarkt ernähren. Die typischen heutigen Lebensmittel, ob Obst oder Gemüse, enthalten leider viel weniger Aminosäuren, Vitamine, Mineralien, als die Natur es vorgesehen hat. Deswegen sind die Fruitarier, die sich von Hybridobst ernähren, eher schlank. Und jetzt zu meiner Erfahrung mit Proteinen und Muskelaufbau. Ich war in meinen 20ern ein totaler Fitnessfreak und habe es wirklich ernst gemeint, sehr hart trainiert, auch nachts teilweise. Atkins-Diät gemacht, nicht vegan, einige Jahre lang, viele Proteinpulver genommen und alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel für Bodybuilder. Und solange ich jung war, hat der Körper einiges weggesteckt. Ich hatte auch einen perfekten, muskulösen, super definierten Körper. Und dann irgendwann mit 27 kamen Krankheiten raus. Ich habe plötzlich Eczema bekommen, Blütenpollenallergie, Depression, Schilddrüsenunterfunktion, habe angefangen dann zuzunehmen und Wasser zu ziehen. Dann habe ich angefangen zu recherchieren und festgestellt, ich habe eine heftige Übersäuerung. Irgendwann bin ich dann auf vegane Rohkost gekommen und habe angefangen umzustellen und ich hatte diese Ängste, die ich schon erwähnt habe, alle meine Muskeln zu verlieren, weil als so ein Fitnessfreak denkst du nur an Proteine. Und ja, das hat 3 Jahre gedauert, bis ich auf Rohkost umgestiegen bin. Damals war 80-10-10-Diät sehr verbreitet und ich bin dann auf diesen Zug eingestiegen und radikal alles gestrichen. Alle Proteine, alle Pulver und dann habe ich mich nur von Obst und grünen Smoothies ernährt. Doch fragte ich mich stets, warum ich trotz dieser gesunden Ernährung einfach nicht in Form komme und
ehrlich gesagt sogar schwabbelig war, obwohl ich nur Rohkost aß und viel trainiert habe. Anscheinend haben die eimerweise Früchte und eine Menge Wildkräuter allein nicht ausgereicht. Die heutigen Früchten haben einfach nicht genug Proteine und Aminosäuren, die für Muskelaufbau notwendig sind. Vielleicht war das bei den Ursprungsfrüchten der Fall, doch die heutigen industriellen Früchten haben keinen ausbalancierten Kohlenhydratverhältnis und auch sehr wenig Mineralien und Enzyme. Im Februar 2017 war ich auf Bali und habe aus Neugier mit CrossFit angefangen. CrossFit ist ein sehr harter Sport, ein Armeesport sozusagen, und alle Menschen, die eine Zeit lang CrossFit machen, sehen echt sehr stark, muskulös, sehr fit und definiert aus. Ich habe einen Monat lang sehr fleißig viermal die Woche CrossFit gemacht und weiterhin meine Früchte und Salate gegessen, und es ist nicht viel passiert. Zurück in Hamburg habe ich dann mit CrossFit weitergemacht, weil mir diese Sportart so gefallen hat. Und irgendwie habe ich wirklich keine großartigen Veränderungen an meinem Körper gesehen. Irgendwann habe ich ein Video geguckt von Patrick Strohbach, wo er über Proteine und Aminosäuren geredet hat. Und dann hatte ich gedacht, okay, warum nicht? Ich muss ja nicht ewig so radikal sein. Ich kann es ausprobieren mit Aminosäuren und rohköstlichen Proteinen. Und schon nach einigen Wochen konnte ich den Unterschied sehen. Mein Körper ist wirklich schlanker und straffer geworden, und es haben sich angefangen, Muskeln zu bilden. Aus Erfahrung kann ich nun sagen, dass eine bewusste, moderate Menge an Proteinen und Aminosäuren bei intensivem Training zum richtigen Zeitpunkt sehr viel positiv an der Form, an den Trainingsergebnissen und am Muskelwachstum verändern kann. Es macht Sinn, darauf zu achten, dass Aminosäuren und Protein in Rohkostqualität sind, wegen Enzymen und Bioverfügbarkeit. Die Produkte, die ich nehme, habe ich schon seit Jahren getestet, und die sind einfach sehr gut. Die funktionieren echt sehr gut und sind clean. Ich werde die alle für euch in der Beschreibung verlinken. Außerdem kann ich Hanfprotein sehr empfehlen. Es ist ein sehr natürliches Produkt, nicht isoliert, sehr clean. Es ist einer der wenigen Proteine, was alle 22 Aminosäuren enthält, inklusive der 8 essentiellen Aminosäuren. Hanfprotein ist sehr bioverfügbar, wird perfekt vom Körper aufgenommen, ohne irgendeinen Müll zu hinterlassen, und ist sehr vielseitig einsetzbar. Ich nehme es sehr gerne, wenn ich zum Beispiel keine Zeit habe oder keine Lust für eine Mahlzeit, nach dem Training zum Beispiel oder abends. Dann nehme ich einfach 2, 3 Löffel Hanfprotein und zerkaue sehr gut, eventuell mit einem Schluck Wasser. Und das gibt mir die nötige, sehr qualitative Proteinmenge. Es muss aber nicht immer Pulver oder Nahrungsergänzungsmittel sein. Es gibt auch genug natürliche Lebensmittel, die über eine gute Menge Eiweiß verfügen. Hier sind die Spitzenreiter, die hochwertiges Eiweiß enthalten. Sprossen und Keimlinge von Mungobohnen, Brokkoli, Amaranth, Buchweizen, Alfalfa, Kichererbsen und viele mehr. Wildkräuter, Algen wie Wakame, Spirulina, Chlorella etc. Biogemüse wie Brokkoli, Blumenkohl, Kohl, Grünkohl, Zucchini, Gurken, grüner Spargel, frische Erbsen, grüne Salate, Champignons, Mandeln eingeweicht, Samen wie Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Hanfsamen, Leinsamen, Chiasamen und Feigen. Sprossen sind generell die beste Proteinquelle. Sie sind voll lebendiger Vitalstoffe und enthalten all ihre Lebenskraft. Während der Keimphase wird der Gehalt an Enzymen, sekundären Pflanzenstoffen, Aminosäuren und Vitaminen um ein Vielfaches erhöht, was ihre Verwertbarkeit für den gesamten Körper optimiert. Das ist ein enormer Vorteil, den du dir nicht entgehen lassen solltest. Sprossen sind günstig und du kannst sie ganz einfach selbst ziehen. Ich ziehe Sprossen selbst zu Hause. Meine Lieblingssprossen sind Buchweizensprossen und Kichererbsensprossen.
Das macht wirklich Spaß. Ich habe auch vor kurzem mega schöne Gläser für Sprossenziehen entdeckt und ich werde sie dir in der Beschreibung verlinken. Auch Wildkräuter sind eine hervorragende Eiweißquelle. Einfach eine Menge in den Mixer tun und mit ein wenig Lieblingsobst und Wasser mixen und fertig ist dein grüner Smoothie. Was ist mit Tofu? Tofu ist ein umstrittenes, stark verarbeitetes Produkt, nicht in Rohkostqualität und meiner Erfahrung nach für regelmäßigen Verzehr nicht optimal. Solltest du dennoch regelmäßig zu Sojaprodukten greifen wollen, nimm lieber Tempeh. Es ist zwar etwas teurer, ist aber ein fermentiertes Produkt und kann eigentlich zu den rohen Lebensmitteln gezählt werden. Da es fermentiert ist, ist der größte Teil des Proteins von Bakterien schon in seine Aminosäuren zerlegt und dadurch einfacher vom Körper aufzunehmen. Nun kommt eine sehr wichtige Frage: Wie viel Protein braucht unser Körper? Ich habe eine umfassende Recherche gemacht und Folgendes herausgefunden. Laut Deutsche Gesellschaft für Ernährung braucht ein Durchschnittsmensch ca. 0,8 Gramm Protein für 1 Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das heißt, ein 60 Kilo schwerer Mensch braucht 48 Gramm Protein pro Tag. Da ihr viel fragt wegen Muskelaufbau, wegen Sport und Proteineinnahme mit veganer und Rohkosternährung, habe ich auch viel auf Seiten von veganen und rohköstlichen Athleten recherchiert und folgende Infos herausgefunden. Für Ausdauertraining sind 1,2 bis 1,4 Gramm Protein pro Körpergewicht pro Tag optimal und für Gewichtetraining 1,4 bis 1,6. Nehmen wir die Untergrenze 1,4 Gramm Protein pro Körpergewicht pro Tag. Das wird für 60 Kilo schweren Menschen 1, mal 1,4 sind 84 Gramm Protein pro Tag. Nun, wie können diese 84 Gramm Protein pro Tag zusammenkommen? Ich habe als Beispiel nachgerechnet mit proteinhaltigen Lebensmitteln in Rohkostqualität. 200 Gramm Tempeh sind 38 Gramm Protein, 100 Gramm Buchweizenkeimlinge 9 Gramm, 1 Scoop Proteinpulver 16 Gramm Protein, 50 Gramm Hanfsamen sind 15 Gramm. 100 Gramm Brennnessel sind 7,4 Gramm und das macht dann alles zusammen 85,4 Gramm Protein. Ich muss sagen, ich habe jetzt in der letzten Zeit nicht wirklich gerechnet und es sieht wirklich sehr viel aus, was man hier essen sollte, um auf diese Menge Protein zu kommen. Ich komme vielleicht höchstens auf die Hälfte Protein am Tag, deswegen sehe ich ja nicht wirklich muskulös aus, eher schlank, aber ich weiß, wenn ich jetzt mir wirklich Mühe geben werde und darauf achten werde, werde ich schon gute Muskeln aufbauen. Also wenn wirklich dein Ziel und deine Priorität ist, in Form zu kommen und Muskeln aufzubauen, Stärke aufzubauen, dann macht es natürlich Sinn, darauf zu achten. Es erfordert schon, dass du Zeit und deine Energie widmest dieser Sache, aber es bringt natürlich was. Ein sehr wichtiger Punkt bei der Proteinfrage ist die Absorptionsfähigkeit deines Darms. Nur weil du 10, 20 oder 100 Gramm Protein isst, bedeutet nicht, dass genau die gleiche Menge an Protein von deinem Darm absorbiert wird. Deswegen ist es unbedingt wichtig, sich um Wiederherstellung eines gesunden Darms zu kümmern, weil genau da die Mikroorganismen wohnen, die natürliche Nahrung in Aminosäuren umwandeln. Deswegen mache dir Mühe und beschäftige dich unbedingt mit einer Darmsanierung oder Darmreinigung, bevor du überhaupt Gedanken über Protein machst. Ich habe ein paar Artikel zu diesem Thema auf meinem Blog und ich werde sie dir in der Beschreibung verlinken. Außerdem nach der Darmreinigung habe ich gute Probiotika genommen, die verlinke ich dir auch in der Beschreibung. Und seitdem habe ich
flachen Bauch und ich esse auch viel weniger. Auch als Veganer und Rohköstler kannst du gut Muskelmasse aufbauen. Ein gesunder Darm, bewusste Fitnessernährung und regelmäßiges Training machen den Unterschied. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir ein Like und schreib einen Kommentar. Ich freue mich sehr drüber. Folge mir auf Instagram, um mehr Inspirationen zu bekommen und abonniere meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video.